Auf euer Zeichen hin, heben die Magier den auf euch liegenden Verkleinerungszauber auf, und eure Leiber zerbrechen den Bau der Königin. Ihr habt gerade erst begriffen, dass ihr euch wieder in der normalen Welt befindet, als plötzlich die Gestalt eines Mannes im Raum materialisiert. Bei den Zwölfen! Das ist doch Rohal! Meinen Gruß, Sterbliche. Ihr habt erreicht, wozu kein anderer in der Lage gewesen wäre. Ein weiteres Übel, das Borbarat der Schwarze auf Aventurien losgelassen hat, ist nun für immer beseitigt. Keinem werden die Borbarat-Würmer mehr zu schaffen machen. In diesem Moment sterben alle Abkömmlinge der von euch vernichteten Königin. Alle, die von ihnen beherrscht wurden, haben nun ihren eigenen Willen wieder. Doch wird sich keiner der Befallenen an etwas aus der Zeit der Beherrschung erinnern können. Es gibt keine Beweisstücke für euer Tun. Keiner wird euch diese Geschichte je glauben. Und ihr seid noch immer Gejagte in dieser Stadt. Nehmt deshalb durch mich den Dank ganz Aventuriens entgegen und
und seid gewiss, dass ich euch nicht vergessen werde. Macht euch aus dieser Stadt davon, denn Bosper weiß nichts mehr von seinen Taten und wird sie deshalb auch nicht rückgängig machen. Wir werden deinen Weisungen folgen, Meister. Wie Rohal, der Weise, es euch geraten hat, verlasst ihr die Stadt auf dem schnellsten Wege, ohne von einer Menschenseele dabei entdeckt zu werden. Die Orkstämme sind nun ihrer koordinierten Führung durch die Königin beraubt. Führungslos zerfallen ihre Heerscharen wieder zu kleinen Stämmen, die wie früher zum Teil kriegerisch, zum Teil voller Furcht sind und die sich auch untereinander bekriegen. Obwohl viele Orks immer noch gegen die zivilisierte Welt vorrücken, gelingen der Gemeinschaft aus Menschen, Elfen und Zwergen nun immer mehr entscheidende Schlachten. Der Vormarsch der Orks scheint ohne die Führung der Königin in einigen Monaten gestoppt werden zu können. Ihr habt Aventurien gerettet, wie es wahren Helden gebührt. Doch Borbarath wird nicht ruhen, ehe er Verderben über ganz Aventurien und vor allem über euch gebracht hat.